Musik beginnt nicht mit dem ersten Ton, sondern mit der Stille davor. Und sie endet nicht mit dem letzten Ton, sondern mit dem Klang der Stille danach. Ein Zitat von Giora Veitmann und für uns ein guter Einstieg in die Welt der Dynamik. Willkommen zum Tutorial über Dynamik Teil 1. Ein weiteres Thema von großer Bedeutung. Im ersten Teil erkläre ich, was Dynamik eigentlich ist, und ich gebe dir einen Überblick über die verschiedenen Arten der Dynamik. Im zweiten und dritten Teil kommen wir dann zu den Übungen, Musikbeispielen und den Möglichkeiten, wie du deine Dynamik erweiterst und optimierst, damit du deine musikalische Aussage maximal transportierst. Und um mich selbst einmal zu zitieren, Dynamik ist so ziemlich das Gegenteil von Langeweile. Was ist Dynamik überhaupt und warum ist Dynamik für uns Musiker so immens wichtig? Per Definition ist Dynamik in der Musik die Abstufung verschiedener Tonstärken, den Verhältnissen zwischen leisen und lauten Tönen zueinander. Im Bereich Soziologie bezeichnet man mit Dynamik aber auch die energievolle Wesensart eines Menschen. Oder im Falle eines guten Vortrags könnte man in der Zeitung lesen: Der Redner riss alle durch seine Dynamik, in Klammern den Schwung, Klammer zu, seines Vortrags mit. Aber auch Orte und Städte können eine Dynamik haben, wie hier zu lesen. Die Energie von London liegt in seiner Vielfalt. Keiner anderen Stadt in Europa wohnt solche Dynamik inne, angetrieben von den in ihr beheimateten Kulturen mit ihren verschiedenen Lebensweisen, Zielen und Hoffnungen. Und eins können wir schon jetzt mit Bestimmtheit sagen: Dynamik ist so ziemlich das Gegenteil von Langeweile. Und genau deshalb ist das Thema Dynamik auch so immens wichtig. Und wir als Klarinettisten haben da große Vorteile. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Von vornherein müssen wir aber zwischen zwei Dingen sauber unterscheiden, nämlich zwischen Lautstärke und Dynamik. Diese beiden Begriffe werden in der Musik fälschlicherweise ständig miteinander verwechselt. Viele haben mittlerweile Dynamik gleichgesetzt mit Lautstärke. Das ist vollkommen falsch und bringt jeden Musiker in eine vollkommen unmusikalische Richtung. Es geht um den Abstand zwischen laut und leise. Also nur wer laut und leise spielen kann, verfügt über eine große Dynamik. Und diese Extreme gilt es zu üben, zu erweitern und zu nutzen. Mezzo forte kann jeder. Es ist eben das Spannungsfeld zwischen laut und leise. Das Spannungsfeld, das wir nutzen, um unsere musikalische Aussage zu intensivieren. Laut spielen kann durchaus für einen Moment beeindrucken, wird aber sehr schnell ermüdend. Genauso ist es mit einem durchgehend leisen Konzert ohne Akzente und ohne Steigerungen. Auch das wird die Aufmerksamkeit des Publikums nicht lange erhalten, es wird schlicht langweilig. Die Zürcher Zeitung schreibt: Chopin hat leise gespielt, ja, aber er hat unglaublich dynamisch gespielt. Und darum geht es. Für uns Musiker bedeutet das, dass wir der Dynamik immer besondere Aufmerksamkeit schenken sollten. Und wir Klarinettisten haben hier einen besonderen Vorteil. Und jetzt sage ich dir auch, warum das so ist. In der Gruppe der Holzbläser haben wir das Instrument mit der größten Dynamik. Wir können besonders leise spielen, und zwar über den gesamten Tonumfang. Wir können sogar das leiseste Pianissimo spielen. Wir können Töne aus dem Nichts kommen lassen und sie im Nichts verklingen lassen. Solche Töne hören nicht auf, sie haben gar kein hörbares Ende. Und wenn das gut gemacht ist, sind das Momente einer unglaublichen Intensität. Das können weder Oboen, noch die Fagotti, noch die Flöten. Und wir können sehr laut spielen. So laut und groß, dass wir, die richtige Technik vorausgesetzt, jeden Raum, und sei er noch so groß, mit Klang ausfüllen können. Und deswegen haben wir als Klarinettisten eben diesen großen Vorteil der Dynamik, und den solltest du nutzen. Ein undynamischer Vortrag ist eben auch ein langweiliger Vortrag. Und
Wer will schon ein langweiliges Konzert hören? Es gibt drei Arten von Dynamik. Die Stufendynamik, auch Echodynamik oder Terrassendynamik genannt, die Übergangsdynamik und die Akzentdynamik. Die Stufendynamik wird vor allem in der Barockmusik und in der Frühklassik genutzt. Typisch ist zum Beispiel, wenn eine Wiederholung leiser gespielt wird als im ersten Durchgang. Hier ein kleines Beispiel. Die Übergangsdynamik ist die häufigste Form von Dynamik. Hier wird Spannung erzeugt. Es wird aufgebaut, abgebaut. Die Musik verklingt oder endet heroisch im Fortissimo oder. Die klassische und die romantische Musik, die Filmmusik, die moderne und eigentlich fast jede Art von Musik ist ohne die Übergangsdynamik gar nicht denkbar. Das wohl berühmteste Beispiel ist vermutlich der Bolero von Ravel. Das ist ein Stück, das aus einem einzigen Crescendo besteht. Dann gibt es noch die Akzentdynamik. Die Grundlautstärke eines Stückes ist beispielsweise Piano oder Mezzopiano, aber einige wichtige Töne werden akzentuiert. Hier ein Beispiel. Das war Bordell 1900 von Astor Piazzolla. Der Tango und insbesondere der Tango Nuevo ist ohne Akzente gar nicht möglich. Und all das will geübt und gekonnt sein. Und die besten und effektivsten Übungen gibt es in Teil 2.